Endspurt in Kaliningrad. Nicht alles wird fertig. Bis wenige Momente vor der Angst hatte man in der Kaliningrader Stadtverwaltung gehofft, die Baranowstraße bis zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft am 16. Juni fertigstellen zu können. Bei einem Besuch vor Ort im Kaliningrader Stadtzentrum durch Kaliningrad Domizil zeigte sich zwar, dass überall mit Hochdruck gearbeitet wird, aber die Baranowstraße, die am Platz des Sieges beginnt und am Wrangelturm endet, wird nur teilweise fertiggestellt. Der Bereich am Epizentrum gegenüber dem Handelszentrum Akropol ist fertig. Hier wird nur noch geputzt. Aber ein Blick hinter den Bauzaun zeigt, es dauert noch Wochen, bis auch hier die Arbeiten beendet sein werden. Bis dahin geben wir uns mit Bildern vorher, nachher zufrieden.